Damals habe ich mit vier Freunden eben die jungen Wilden ins Leben gerufen. Einfach mal die Leute ein bisschen zu schocken, ein bisschen zu provozieren, anders zu sein als die anderen. So quasi als Vater der jungen Wilden, wie man heute mehr sagt, fast Großvater der jungen Wilden, macht es Spaß, da ein bisschen mitwirken zu dürfen, eben auch in der Jury dabei zu sein. Und da gehört wirklich vom Handwerk her nicht nur, dass man kochen kann, sondern dass man die einzelnen Sachen beherrscht, ob das Sous-Vide-Garn ist, ob das Molekularküche ist, ob das asiatisch ist, ob das orientalisch ist. Und man sollte einfach ein Händchen haben, ein Thema da drum zu stricken. Das sollte man können. Die Produkte sollten das bleiben, was sie sind. Man soll sie ruhig schmecken dürfen. Und das ist Kochen. Und das kann der eine besser, der andere nicht so gut. Das Team an Bord hat es natürlich in sich. Es ist dabei Joachim Jaud, Matthias Bernwieser, Walter Trebel, Bastian Falkenroth, Max Eichinger. Außerdem aus der Jury der jungen Wilden dabei Bernd Arold, Christoph Brandt und natürlich meiner einer. Und ihr könnt euch darauf verlassen, dass wir den Laden richtig aufmischen werden. Und ich sage jetzt mal, das Kochen ist ja eins. Ich sage mal, Kochen ist 10%. Die Organisation, die Planung, der Umgang mit dem Team. Wie schaut mein Arbeitsplatz auf? Wie belastbar sind die in stressigen Situationen? Und das sind ja alles Themen, die da dazu spielen und dann einfach noch eine gute Performance abliefern und dann noch menschlich, witzig, frech, lustig rüberzukommen und wirklich auch mal sein Team in den Vordergrund stellen. Ich sage jetzt einfach mal, wie eine Zwiebel, eine Karotte, eine Zucchini im Vergleich zu Gänseleber, Hummer, Trüffel, Rinderfilet. Es hat alles den gleichen Wert. Und wenn man das schafft, allem die gleiche Wertschätzung entgegenzubringen, dann kannst du kochen. Und wenn du das noch jung, wild, anders, verrückt, durchgeknallt rüberbringst, dann hast du es drauf. Da ist natürlich die Herausforderung, alle zählen gleich und es ist ein gemeinsames, ein Miteinander. Ja, mal gucken, wer die Ellenbogen als erstes rausholt. Ja, ich meine, an Bord kochen und an Land kochen ist natürlich ein Riesenunterschied. Du musst halt alles dabei haben. Man muss die Würstchen nehmen, die da sind und muss die so braten, dass es einem gefällt. Also ich meine, die Gäste können sich wirklich richtig, richtig auf diese Fahrt freuen, weil es wird jeden Abend irgendwas passieren. Nummer eins wird jeder von den jungen Wilden und natürlich auch Bernd, Christoph und meiner einer ein Galadiner im Rossini geben, wo sich die Gäste natürlich einbuchen können. Und außerdem werden wir natürlich gucken, dass wir die jungen Wilden im Weide-Welt-Restaurant in die einzelnen Stationen integrieren, dass die wirklich da nochmal alles geben, was sie drauf haben und natürlich direkt mit den Gästen kommunizieren können bei dem, was sie tun. Und natürlich in die abendlichen Shows beim Entertainment, wenn wir die Jungs auch mit einbinden. Auf jeden Fall wird es eine Reise, die es in sich hat. Und wenn ich als Gast dabei wäre, würde ich mich, glaube ich, noch mehr freuen, weil ich überall mit rein könnte und überall mitessen könnte. Und auf jeden Fall wird es der absolute Hammer. Ich freue mich schon riesig drauf.